Gazelle Basic Schlauchwechsel. Gazelle Basic. Schlauchwechsel natürlich. Hinterrad. Tja, das meistgefürchtetste, wenn ein Hollandrad hier ankommt. Lass es bitte kein Schlauchwechsel sein am Hinterrad. Und meistens ist es ein Schlauchwechsel am Hinterrad. Warum ist es der Schlauchwechsel am Hinterrad? Weil sie von Hause aus einen billigen Mantel einbauen, der so gut wie keinen Pannschutz hat. Also für Berlin überhaupt nicht geeignet. Nun gut, ich beginne. Damit ich nicht gegen den Ständer laufe, klappe ich den Ständer runter. Hier ist eine 7-Gang, SRAM 7-Gang drin. Die stelle ich auf Gang 4. Das ist Gang 3, das ist Gang 4. Jetzt kann ich diese Schraube hier öffnen, diese Rändelschraube. Die öffne ich. Nur öffnen, nicht rausdrehen. Rausziehen und hängen lassen. Dann ziehe ich dieses rote Teil hier ab, indem ich hier links und rechts ein wenig nach unten drücke und abziehe. Nicht verlieren, wichtig. Dann kann ich den Schaltstift und Schaltstifthülse rausziehen. Ja, auch nicht verlieren, bitte. Und dann komme ich an die Mutter ran, an die Achsmutter. Die löse ich jetzt. Fünfzehner Maulschlüssel, Ringschlüssel. Hier habe ich Ratsche heute mal. Heute ratschen wir mal, weil der Thorsten ist da und schraubt drüben an sein BMX. Und hat mir noch glatt den Schlüssel geklaut. Das schraube ich ab. Beiseite packen. Scheibe beiseite packen. Mutter, Achsscheibe, jetzt löse ich den Bremsanker. Bremsankerschraube, die wird gelöst. Danach löse ich die Kettenspannschrauben. Bremsanker. Kettenspannschrauben. So, Kettenspanner. Und rechts. Jetzt öffne ich den Knopf hier. Knopf auf. Dann haben wir hier unten einen Draht. Da. Das ist das Ende vom Draht. Den drücke ich einmal nach da. Nach links, nach rechts, 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 nach links, nach rechts. Ist wie so ein Reißverschluss quasi. Und lass ihn so hängen. Dann ziehe ich das Gewebe mal gucken, ob hier noch hier so ein bisschen auf. Ein bisschen aufziehen, ohne aufzureißen. Das ist die Kunst. Und dann haben wir hier noch diesen komischen, diesen hässlichen, habe ich letztes Mal schon gesagt, diesen hässlichen Metall-Schniebriesel, den man einmal rauskriegt, aber nie wieder rein. Den drücke ich raus. Nach außen. Und dann nach unten.
Der ist so ein bisschen friemelig, mit einer Hand sowieso. Da ist er. Den kriegt man zwar draus, aber meist nie wieder rein. Dann hebe ich die Plane hier nach oben, da, diese Persenning. Ach, ich hasse Hollandräder. Jetzt brauche ich beide Hände. Ich mache das hier so ein bisschen auf. Kommt so ein bisschen nach oben hier. Zack, zack. Und jetzt ziehe ich den hinteren Teil vom Kettenschutz ab. Ja, der steckt halt hier drin. Habe ich glaube alles schon mal gezeigt. Mache ich auch wieder ein bisschen blank, gleich mit einer Drahtbürste. Werde ich hier mal rübergehen und einen Tropfen Öl ruft, damit man es leicht reinstecken kann. Jetzt die Kettenspanner. Mache ich ab. Muttern komplett ab. Rahmengegenhalter ab. Auf beiden Seiten. Das ist mir sonst zu kompliziert. Alles ab. Mit Möglichkeit alles abbauen. Dann das Rad nach vorne schieben. Es geht wie gesagt nach hinten und nach vorne. Wir schieben nach vorne. Dann nehme ich die Kette runter. Leg die über den Rahmen hier drüber und entnehme das Rad nach hinten. Das sieht dann alles immer sehr einfach aus. Bevor sie mir wegfallen, nehme ich den Rest vom Kettenspanner und auf der anderen Seite ist das Kettenspanner plus Unterlegscheibe. Nehme ich raus und lege die mir auch beiseite. Jo. Damit die Kette hier nicht so runterhängt, lege ich sie immer über den Rahmen hier rüber. Das ist gut. Ja, da hängt sie gut, da stört sie keinen. Das ist alles schick. So, jetzt ist ja relativ simpel, habe ich schon oft gezeigt, aber ich mache es immer wieder gerne. Ich schraube das Ventil auf. Den Konterring ab. Drücke das Ventil rein. Wechsel auf die andere Seite, gegenüber vom Ventil, ziehe den Mantel so ein bisschen nach oben und trenne ihn wunderbar von der Felge. Das geht super schnell. Denkt immer daran, Übung macht den Meister. Das klappt nicht immer gleich schnell. Es klappt nicht immer sofort bei jedem in der Geschwindigkeit. Jetzt kontrolliere ich den Reifen hier natürlich, ob was drin steckt. Da ist was drin. Ja, und das sollte man dann auch rausholen tatsächlich, wenn man dann irgendwo was sieht. Weil ansonsten pumpt man auf und vielleicht piekt es nicht sofort durch, aber bei der nächsten Umdrehung oder so mit Belastung ist es dann durch. Ja, der Mantel ist okay soweit, er ist aber dünn. Da ist wirklich kaum noch Pannenschutz vorhanden. Also auch hier wieder der alte gute Trick, gerade beim Hollandrad, also normalerweise würde ich jetzt Marathon Plus drauf ziehen, aber die gute Dame hat sich das Rad nur geborgt. Und naja, das Geld halt nicht da, ne? Also wenn ich mir ein Rad borge, dann will ich es auch nicht unbedingt nur auf die Pimp zurückgeben. Denn es ist wohl nicht mal sicher, ob sie es wirklich platt gefahren hat oder ob er schon platt war. Also muss sie ihn eh aufpumpen. Naja, und so weiter. Egal. Das Ventil schneide ich raus aus dem alten Schlauch. Also nicht den Schlauch trennen, sondern nur das Ventil rausschneiden, ja? So dass man immer noch eine durchgehende Fläche hat hier. Jo, dann packe ich den Mantel wieder auf die Felge. Es gibt Reifen, bei denen muss man die Laufrichtung beachten, bei diesem hier nicht. Dann packe ich den alten Schlauch in den Mantel. Jetzt hole ich einen neuen Schlauch. So, dann packe ich den neuen Schlauch in den Mantel. Leg den flach hier auf die Felge und habe hier quasi dann, wenn ich fertig bin, oben drüber den neuen Schlauch.
Dann habe ich den alten Schlauch oben drüber und den alten Mantel. Und somit ist das doppelt geschützt durch Mantel und den alten Schlauch. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Ja. Deswegen achtet man beim Zumachen natürlich darauf, dass immer der alte Schlauch zwischen dem neuen Schlauch und Mantel liegt. So, einmal rum. Ventil gerade, ein bisschen reinstecken und wieder verschließen. Das geht auch recht schnell, wenn man weiß, wie. Ventil nochmal reinstecken. Konterring. Ventil. Und jetzt geht's an den Einbau. Tja. Jetzt im Grunde genommen das Ganze rückwärts. Also, sollte man sich natürlich merken, was man wo runternimmt. Die Unterlegscheibe habe ich entfernt, plus den Kettenspannring. Kommt auf die Seite wieder rauf. Wegen des Abstands ist das wichtig. Hier auf der Seite war nur der Kettenspanner. Kettenschutzring habe ich gesagt, Kettenspanner. Schutzring, was für ein Quatsch. Jetzt hänge ich das Rad rein. Ganz nach vorne und lege die Kette wieder auf. Jetzt die Werden die Kettenspanner vervollständigt und schon mal vorgespannt. Schauen wir mal, dass wir die Kettenspannung hinkriegen. Fühlt sich gut an. Jetzt fixiere ich den Bremsanker. Auch nur vorfixiert. Das ist alles noch nicht endgültig. Und jetzt mache ich erstmal das sauber. Also mit einer Drahtbürste hier rüber und ein bisschen sauber machen. Das muss sein. Jetzt schauen wir mal, welche Seite unten war. Die dreckige. Jetzt müssen wir hier ein bisschen freigraben, damit wir tatsächlich da rankommen. Ja, unten kein Problem, oben Problem. Und dann geht's los. Ach Mensch, ey. So, richtig schön reinstecken. Das ist Anschlag. Das ist wichtig. Jetzt nochmal die Kette nachspannen. Ja, wenn es zu straff ist, dann klappt es wohl offensichtlich doch nicht. Jetzt ziehen wir die Pelerine da wieder rüber. Mann, das wird ein Akt jetzt. 33 Minuten schon. Das erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl und manchmal sogar ein bisschen Kraft. So, wir kriegen einen Knopf, würden wir sogar zukriegen. Jetzt müssen wir nämlich das Ding hier wieder reinfummeln und das wird ein Akt. Also das klappt selten auf Anhieb. Wow, ist drin. Knopf zu. Und jetzt verschließen wir wieder links, rechts, links, rechts. Ja,
Jetzt wird das hier wieder zugedröselt. Links, rechts, links, rechts. Und dann hier hinter geklemmt. Da. Finally. Wie jetzt weiter? Der nächste Schritt. Es läuft schon gerade, das zu kontrollieren, ja. Dass man wirklich kontrolliert, läuft es gerade, sind beide Seiten gleichmäßig fest. Dann die Achsmuttern rauf und die Achsscheiben. Achsscheibe rechts, Achsscheibe links. Achsmutter rechts, Achsmutter links. Jetzt schrauben wir fest. Jetzt kommt Schaltstift und Co. wieder hier rein. Die Kerbe hier, die Einkerbung, nehmen wir nach vorne, in Fahrtrichtung vorne. Dann kommt das rote Teil hier, den Schaltstift-Gegenhalter oder Schalthülsen-Gegenhalter, Arretierbuchse, was auch immer. Die kommt nämlich in diesen Schlitz hier rein. Die kleine Nase hier. Wird einfach aufgedrückt, bis dann so ein Klack, ja, bis es so ein bisschen so wie klackt. Ja, und dann wird nur noch die Schaltung aufgesetzt. In Gang 4 natürlich wieder. Sollte man also zwischendurch geschaltet haben, wieder in Gang 4 schalten, bitte. Dass diese Linie übereinstimmt. Da ein bisschen rauffriemeln. Oh, weit. Wird richtig raufgedrückt. Aber ohne Gewalt. Ne? Und dann nur handfest fixiert, so dass man so. Ja, also nicht hier richtig festballern. Und dann testen wir mal. So, anhand des Geräusches kann ich schon hören, dass es funktioniert, dass es auch in der Narbe schaltet, ja, nicht nur die Schaltbox schaltet. Also die Schaltbox macht natürlich auch klick, 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 ja, der Schalter selbst quasi. Und hier hinten bewegt sich alles, aber es muss nicht heißen, dass es in der Narbe schaltet. Dieses Narbenschaltgeräusch, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, weiß man, wie es sich anhören muss. Jetzt pumpe ich auf und dann bin ich endlich fertig, Mensch, nach 40 Minuten. Mit erklären und viel nachdenken beim Erklären, was man erklären muss. Aber eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde könnt ihr ruhig für die Arbeit einplanen. Die Plane hier, das ging ja auch wieder sehr, sehr gut zu verschließen bei dem. Ist halt noch relativ neu. Jetzt pumpe ich auf bis knapp 3 Bar oder nee, bis 3 Bar bei dem. Jetzt sind wir schon bei 3,2. 3,5 ist Maximum bei so einer Niederdruckfelge. Sollte man eigentlich beachten. Also 3,1, 3,2 haben wir jetzt. Das ist in Ordnung. Kappe ruf. Fertig. Jetzt schrauben wir nur noch den Bremsanker richtig fest und dann sind wir durch. Achsmuttern sind fest. Bremsanker niemals vergessen. Ständer einklappen. Feierabend. Auf beiden Seiten kontrollieren, ob der Mantel irgendwo rauskommt. Ja. Das war's. Ich hoffe, ihr konntet was mit dem Video anfangen. Oder könnt was mit dem Video anfangen in der Zukunft. Wenn nicht, mache ich es irgendwann bestimmt nochmal. Ich mache es bestimmt sowieso nochmal.
Also, viel Spaß. Gazelle Basic, Hinterrad, Schlauchwechsel. Spaß wünscht man eigentlich nicht, aber vielleicht habt ihr ja sogar Spaß dabei. Bis dann, bis demnächst. Ciao.